Du liegst auf dem Rücken auf einer angenehmen Unterlage. Und jetzt stell dir mal eine Feder vor. Nicht die von einem Vogel, sondern eine aus Metall. Wie sie durch Pressen ganz gespannt wird und wie sie sich schlagartig entspannt, wenn man sie loslässt. Genau das machst du jetzt auch. Das geht ganz einfach. Du wirst gleich tief Luft holen, dann die Luft anhalten und gleichzeitig für ein paar Sekunden alle Muskeln kräftig anspannen. Die Armmuskeln, die Beinmuskeln, die Pobacken, die Brustmuskeln. Und nach ein paar Sekunden wirst du schlagartig ausatmen und dich schon sehr entspannt fühlen. Also los geht's. Du holst tief Luft. Jetzt tief einatmen und die Luft anhalten und alle Muskeln ganz fest anspannen, die Fäuste ballen, anspannen, anspannen. Und jetzt ausatmen und alle Muskeln schlagartig entspannen. Alles locker lassen. Und nun schließt du deine Augen, du atmest ganz ruhig und gleichmäßig weiter. Und du freust dich auf ganz wunderbare Minuten, in denen dich gar nichts mehr stören kann und in denen du eine vollkommene, wohltuende Entspannung genießen kannst. Nichts kann dich mehr stören. Auch kein Geräusch kann dich stören. Und alles, was geschieht, ist gut und tut dir gut. Fühle dich ein bisschen hinein in deinen Körper. Wenn du magst, spüre, wie er nun schon angenehm schwer auf der Unterlage liegt. Spüre dich in deinen rechten Arm hinein, der nun schwerer und schwerer wird, weil er sich so total entspannt, so vollkommen locker wird und damit schwerer und schwerer. Rechter Arm ganz schwer. Rechter Arm ganz schwer. Rechter Arm ganz schwer. Auch der linke Arm entspannt sich, wird schwerer und schwerer. Genauso wie der rechte Arm. Linker Arm ganz schwer. Linker Arm ganz schwer. Linker Arm ganz schwer. Auch das rechte Bein entspannt sich, wird locker. Wird schwerer und schwerer. Rechtes Bein ganz schwer. Rechtes Bein ganz schwer. Rechtes Bein ganz schwer. Und das linke Bein will sich ebenso wohlfühlen und entspannt sich. Wird locker. Wird schwerer und schwerer. Linkes Bein ganz schwer. Linkes Bein ganz schwer. Linkes Bein ganz schwer. Deine Arme und deine Beine sind nun angenehm schwer. Ganz angenehm schwer liegen deine Arme und Beine auf der Unterlage. Ganz angenehm schwer liegen deine Arme und Beine
auf der Unterlage. So angenehm schwer. So angenehm schwer und ruhig und entspannt spürst du nun Arme und Beine. Nun stellst du dir vor, wie aus deinem warmen Oberkörper und Bauch über die Adern die Wärme wie über kleine Bäche in die Arme und Beine fließt. Zuerst in den rechten Arm. Es strömt angenehm warm in den Oberarm, dann in den Unterarm, bis zu den Fingerspitzen. Rechter Arm strömt warm. Rechter Arm strömt warm. Rechter Arm strömt warm. Die Wärme strömt nun auch in den linken Oberarm und weiter in deinen linken Unterarm. Bis zu den Fingerspitzen strömt es angenehm warm. Linker Arm strömt warm. Linker Arm strömt warm. Linker Arm strömt warm. Vom Bauch strömt es nun warm in die Beine. Erst in das rechte Bein, in den rechten Oberschenkel, in den rechten Unterschenkel, bis zu den Zehen. Rechtes Bein strömt warm. Rechtes Bein strömt warm. Rechtes Bein strömt warm. Und schon strömt diese angenehme Wärme auch in das linke Bein, in den linken Oberschenkel, dann in den linken Unterschenkel, bis zu den Zehen. Linkes Bein strömt warm. Linkes Bein strömt warm. Linkes Bein strömt warm. Ganz wunderbar entspannt liegst du da und nichts kann dich stören. Du spürst, wie angenehm es in deinem Körper fließt. Spürst die angenehme Schwere und Wärme in deinen Armen und Beinen. Du genießt diese Schwere und Wärme und die Ruhe. Alles entspannt sich. Alles ist locker. Und alles geht von selbst. Alles fließt. Ganz von selbst und ganz ruhig und gleichmäßig und kräftig schlägt dein Herz. Dein Herz schlägt ruhig und kräftig. Dein Herz schlägt ruhig und
kräftig. Dein Herz schlägt ruhig und kräftig. Und auch dein Atem macht alles von alleine und geht ruhig und gleichmäßig. Dein Atem geht ruhig und von alleine. Dein Atem geht ruhig und von alleine. Es atmet. Es atmet. Es atmet. Nun fühlst du noch mehr diese wunderbare Ruhe und völlige Entspannung. Und wie du so ganz schwer und herrlich warm auf der Unterlage liegst. Das bist du. Und du fühlst dich so wohl und entspannt und lässt in dir die guten Kräfte einfach fließen. Lässt sie einfach fließen. Auch dein ganzer Bauch ist nun locker und entspannt. Ganz locker und entspannt ist dein Bauch. Dein Bauch spürt eine angenehme Wärme. Dein Bauch spürt eine angenehme Wärme. Dein Bauch spürt eine angenehme Wärme. Dein ganzer Körper liegt schwer und warm und angenehm entspannt da. Und alles geht von selbst. Nichts musst du tun. Nichts kann dich stören. Und du fühlst dich wohl und entspannt. Auf deiner Stirn spürst du nun eine kleine, angenehme Kühle, wie durch den sanften Hauch eines Windes. Und das gibt dir auf der Stirn ein gutes, frisches Gefühl. Stirn angenehm kühl. Stirn angenehm kühl. Stirn angenehm kühl. Vom Kopf bis zu den Füßen liegst du völlig entspannt da. Und spürst eine so angenehme Ruhe. Deine Stirn ist kühl und dein Körper schwer und warm. Schwer und warm und alles ist völlig entspannt und locker. Alles fließt von selbst. So entspannt und wohl fühlst du dich jetzt, dass du nun wunderbar schläfst. Ganz wunderbar schläfst. Wenn du morgen früh nach einem guten, tiefen Schlaf aufwachst, wirst du dich sehr wohl und voller Energie fühlen und den neuen Tag genießen. Und nun genießt du deinen Schlaf, deinen ganz entspannten, wunderschönen Schlaf. Es ist Schlafenszeit
und alle meinen, du solltest deshalb jetzt gleich schlafen. Aber du selber meinst, das geht nicht so ganz sofort. Und das kannst du auch ruhig sagen. Und du kannst auch sagen, ich bin so, ich muss erst zur Ruhe kommen. Wenn jemand sagt, ich bin so, und sich dazu denkt, mein bin so, kann ich eben nicht so leicht ändern, dann zeigt das, dass dieser Mensch schon ziemlich lebensklug ist. Denn das bin so, das man hat, ist ja nichts anderes als das, was die Erwachsenen so großartig Selbstbewusstsein oder auch die eigene innere Kraft oder noch komplizierter Individualität nennen. Damit ist gemeint, dass jeder Mensch anders ist und ein ganz eigenes Ich hat. Darum sollte man auch über seine eigenen Besonderheiten stolz sagen, ich bin so. Das bin so ist also eine wirklich wichtige Kraft in dir. Es ist dein großer innerer Helfer. Und bis du bald ganz entspannt einschlafen wirst, wollen wir dein bin so in dir einfach mal besuchen. So eine kleine Reise ins eigene Innere ist etwas besonders Angenehmes, weil man da nämlich im völlig entspannten, wohlig weichen Liegen reisen kann und sogar noch mit geschlossenen Augen. Und trotzdem sieht man ganz viele Bilder. Überhaupt gelingt die Reise zu deinem Ich da in dir drin, also zu deinem Bin so, am besten, wenn du total entspannt bist. Denn in einem verspannten Körper lässt sich ja nicht gut reisen. Da stößt man sich überall an den inneren Spannungen an. Also sorgst du sozusagen als Fahrkarte für unsere kleine Reise erstmal für deine wohlige Entspannung. Du liegst also weich und gut geborgen auf deinem Bett. Am besten liegst du auf dem Rücken und deine Arme spürst du links und rechts an deiner Seite, angenehm auf der Matratze liegen. Auch deine Beine liegen lang entspannt und ein kleines bisschen auseinander, damit jedes Bein, jeder Fuß ganz ungestört für sich die weiche Unterlage spüren kann. Stell dir vor, deine Matratze könnte dich verstehen und du sagst zu ihr, Hallo Matratze, da bin ich wieder. Spürst du es, wie ich vom Kopf bis zu den Füßen dich spüre? Nun atmest du einmal ganz tief ein, ganz tief. Und dann ganz tief aus. Dann wird deine Matratze dich ganz sicher spüren und sich freuen, dass du da bist. Nochmal, tief ein, tief aus. Gut. Und noch einmal, ganz tief ein und ganz tief aus. Und dann atmest du ganz normal weiter. Vielleicht spürst du nun schon, wie sich alles in dir entspannt und wie wohlig dein Rücken, deine Beine, deine Arme und dein Kopf auf der Matratze liegen. Und du fühlst dich wirklich wohl in dir selbst. Man kann nämlich sein inneres Bin so noch viel stärker machen, als es ohnehin schon ist, indem man ihm eine schöne, entspannte Umgebung gibt. Und die hast du jetzt. Dazu atmest du jetzt nochmal tief ein und schließt beim tiefen Ausatmen beide Augen. Also tief ein, tief aus. Ruhig und entspannt fühlst du dich. Ganz ruhig, ganz entspannt.
Deine Arme liegen warm und immer ein bisschen schwerer auf der Matratze. Und auch deine Beine spürst du warm auf der Matratze liegen und auch immer schwerer. Warm und schwer ruhen deine Arme und Beine auf der Matratze. Warm und schwer und ganz ruhig und entspannt. Und weil deine Augen jetzt geschlossen sind, kannst du ganz ähnlich wie beim Träumen innere Bilder sehen. Und diese inneren Bilder gehören zu deinem Binso. Weil dein Binso nämlich das ist, was du bist, was du fühlst und was du denkst und was du willst und was du weißt und was du kannst. Und weil dein Binso sich immer weiterentwickeln, größer und stärker werden will, schaut es sich die Welt draußen tagsüber genau an und holt dann die wichtigen Bilder nach innen. Siehst du schon Bilder? Vielleicht sausen jetzt viele Bilder vor deinem inneren Auge vorbei. Meist sind es Bilder von Dingen, die man den vergangenen Tag über erlebt hat. So viel ist passiert den Tag über. So viel hast du gesehen und gehört und gemacht und gelacht. Und vielleicht war manches auch nicht zum Lachen. Du hast sicher schöne, gute Erlebnisse gehabt heute und lustige Gespräche, und die schaust du dir nun in deinem inneren Binso vor deinem inneren Auge einfach wie Fotos an. Fotos, die du besonders magst oder die irgendwie für dich wichtig waren. Zwischendrin atmest du wieder ganz entspannt. Atmest tief und ruhig ein, tief und ruhig aus. Tief und ruhig, um das alles nochmal zu genießen. Und nun atmest du ganz ruhig weiter und bist bereit, dir deine wichtigen Bilder weiter anzuschauen. Wenn du so den vergangenen Tag anschaust, dann siehst du also sicher viele schöne Bilder. Wenn du Spaß hattest mit Freunden oder der Familie oder wenn sogar ein besonderes und tolles Ereignis war. Aber natürlich erlebt man ja nicht nur tolle Dinge im Leben, sondern auch weniger tolle. Da kann es mal Ärger in der Schule gegeben haben, oder einen ziemlich üblen Streit mit anderen Kindern. Da kann es eine Enttäuschung gegeben haben. Und es kann sogar sein, dass du manchmal traurig oder auch wütend warst. Oder vielleicht bist du gerade krank und fühlst dich nicht sehr wohl. Falls du heute irgendetwas davon erlebt hast, ärgere dich nicht, wenn jetzt auch solche Bilder in dir hochkommen, wo du doch nur schöne Bilder sehen wolltest. Es ist ganz einfach so, Dinge zu erleben, die du unschön findest, das gehört auch zum Leben. So wie zum Licht der Schatten gehört und zum Oben das Unten. Wir müssen verschiedene Dinge erleben, damit wir dazulernen und stark werden. Damit wir wissen, was gut ist und was schlecht und was schön ist und was nicht schön ist. Denk mal an deine engeren Freunde. Die hast du doch gefunden, weil du dich mit denen besonders verstehst. Mit anderen Kindern aber hast du dich vielleicht weniger gut verstanden und daraus hast du gelernt, welche Kinder besser zu dir passen. Man muss ab und zu ein paar weniger tolle Dinge erleben, dann weiß man alles, was man schön und gut findet, viel besser zu schätzen. Und dabei wirst du immer stärker, weil du dann viel leichter deinen ganz eigenen Weg im Leben findest, deinen Binso-Weg. Betrachte einfach die weniger tollen Erlebnisse wie eine Übung beim Sport. Da musst du doch manchmal auch unangenehme, anstrengende Übungen machen. Aber nur durch dieses Training wirst du immer stärker und sportlicher. Dein Binso kann also genießen, aber auch trainieren.
und das ist gut so. Also schau in Ruhe vor deinen inneren Augen in aller Ruhe die Fotos vom heutigen Tag an. Wenn du dich nun selber in den Fotos siehst, weißt du ganz schnell, was gut war und was weniger gut war. Und du weißt auch, wo du selber das nächste Mal vielleicht anders handeln wirst. Diese Gedanken schickst du jetzt an dein Binso, damit es für die Zukunft weiß, wie es in bestimmten Situationen handeln wird. So, das wäre erledigt. Jetzt drückst du für diese weniger schönen Erlebnisse einfach auf einen Löschknopf. Diese Filmstücke brauchst du nicht mehr. Dein Binso weiß ja Bescheid. Und wieder einmal atmest du nun tief ein und ganz tief aus. Die anderen Bilder aber, die schönen, lustigen, die warmen, freudigen, die dir gute Gefühle geben, die legst du nun auf deinem Binso-Schreibtisch aus, um sie noch einmal in ganz entspannter Ruhe anzuschauen, um dann heute Nacht vielleicht auch einen schönen Traum davon zu haben. Was hast du heute Schönes erlebt? Vielleicht war es nur ein kurzes Erlebnis, ein Lob, das du bekommen hast, eine besondere Leistung, die du hingekriegt hast. Vielleicht hast du etwas Schönes geschenkt bekommen. Oder es hat dich jemand, der dir nahesteht, besonders lieb und herzlich in die Arme genommen. Damit du diese Bilder richtig genießen kannst, fühlst du dich nun nochmal mit der entspannten Kraft deines Binsos hinein in deine angenehme Entspannung. Du fühlst, wie dein ganzer Körper angenehm schwer und warm auf der Matratze liegt und wie alles in dir, dein Herz, deine Atmung, dein Bauch, die Arme und die Beine wie ein schönes Orchester zusammenspielt. Dein Herz schlägt ganz ruhig, aber kräftig. Ganz ruhig, aber kräftig. Deine Atmung geht dazu ganz von selbst, ohne jede Mühe. Ein. Aus. Ein. Aus. Ein. Aus. Es atmet wie ein angenehmer und beruhigender Windhauch. Es atmet. Es atmet. In deinem Bauch ist alles total entspannt und es strömt warm und wohlig mit jedem kräftigen Pulsschlag hinab in die Beine, bis in die Füße. Bis in die Zehenspitzen strömt es warm und angenehm. Stell dir vor, wie ein von der Sommersonne aufgewärmter Bach. Und wenn es dann so richtig kräftig strömt, können sogar die Zehenspitzen ein bisschen pochen. Auch von deinem Oberkörper strömt es weiter in die Arme, die Hände bis in die Fingerspitzen. Die Arme sind schwer und warm. Dein Herz schlägt ganz ruhig und kräftig. Und auch deine Atmung fließt ganz gleichmäßig, ohne dass du irgendwas dazu tun musst. Nichts stört dich mehr. Gar nichts kann dich stören. Du bist ganz entspannt bei deinem starken Binso und genießt die schönen Bilder vom heutigen Tag.
Wenn du magst, kannst du dir auch vor deinem inneren Auge schöne Bilder erscheinen lassen von Erlebnissen, die du noch gar nicht hattest, die du dir aber wünschst. Die stellst du dir jetzt einfach vor, damit sie bald wahr werden können. So ruhig und entspannt bist du jetzt und du bist ganz bei dir selbst, bei deinem Binso, dieser großen, einzigartigen Kraft in dir. Nun ist alles gut aufgehoben. Du kannst deine angenehme, schwere Ruhe entspannt fließen lassen. Spürst du nach deiner kleinen Reise zu deinem Binso, wie du nun ganz ruhig und entspannt bist? Wie alles so wunderbar angenehm und weich und warm fließt? Wie alles nun in allerbester Ordnung ist und wie sich alles in dir nun auf den Schlaf freut? Auch dein Binso braucht den entspannten Schlaf, damit es morgen wieder ganz stark für dich ist. Ganz ruhig und entspannt schläfst du nun ein. Ganz ruhig und entspannt wirst du einschlafen und du wirst wunderbar durchschlafen, um morgen früh erholt und mit großen neuen Kräften aufzuwachen. Ganz ruhig und entspannt, ganz ruhig und entspannt schläfst du nun. Dein Tag war heute wieder ganz schön lang und nun solltest du schlafen und du willst vielleicht auch gleich schlafen. Aber du kannst noch nicht schlafen. Komisch eigentlich, wenn man schlafen sollte und will, aber nicht kann. Es kommt einfach daher, dass man noch zu aufgewühlt ist von den 12 bis 15 Stunden, die man als Kind oder als junger Jugendlicher tagsüber aktiv war. Das sind ja immerhin 720 bis 900 Minuten oder volle 43.200 bis 54.000 Sekunden. Da ist es das Beste, sich vor dem Einschlafen ein bisschen zu beruhigen und zu entspannen. Beruhigen und entspannen, das machen Erwachsene tagsüber gerne beim Spazierengehen. Ist aber zu langweilig für dich. Und jetzt liegst du ja auch schon gemütlich im Bett. Also machst du eben deinen eigenen Ausflug. Einfach im Liegen, am besten mit geschlossenen Augen, damit du viele schöne Bilder siehst. Und vielleicht finden wir für den Ausflug auch einen ganz besonderen Begleiter. Also schließ jetzt deine Augen und atme tief ein. Tief. Und jetzt tief aus. Und nochmals. Tief ein, tief. Und tief aus. Du fühlst dich ganz entspannt. Dein Kopf, deine Arme und deine Beine, dein Rücken, dein Po liegen entspannt und schwer und warm auf der Matratze. Schwer und warm und gemütlich und entspannt ist jetzt alles. Alle Spannungen in dir lösen sich völlig auf. Deine Gedanken fließen locker. Deine Atmung fließt in einem ruhigen Ein- und Aus. Dein Herz schlägt ganz ruhig. Und von deinem Bauch und deiner Brust strömt es nun angenehm warm in die Beine und in die Arme, bis hin zu den Zehen und den Fingerspitzen.
In dieser entspannten Ruhe siehst du aber vor deinem inneren Auge vielleicht noch viele verschiedene Bilder. Lass sie ruhig kommen, diese Bilder, egal welche es sind, und lass sie dann wie Wolken am Himmel einfach wieder weiterziehen. Und nun richtest du deinen inneren Blick auf dein Fenster. Mit geschlossenen Augen stellst du dir dein Zimmerfenster vor, wo dich gleich jemand zu einem besonderen Abendspaziergang abholen wird. Wenn deine Fenster, Fensterläden oder der Rollladen schon zu waren, dann stellst du dir jetzt vor, wie sie wieder für eine Zeit aufgehen. Und du siehst ein ganz komisches kleines Flugzeug leise und weich heranschweben. Komisch, weil es gar nicht wie ein Flugzeug aussieht, aber doch fliegt. Jetzt siehst du es schon ganz nah. Da fliegt ein altes, dickes Sofa in rötlichen Stoffmustern. Sanft schwebt es nun direkt vor deinem Fenster und sagt: Hallo, ich bin das fliegende Sofa. Na, dich haben wir auch schon gesehen, du komisches Flugsofa. Also das komisch habe ich überhört. Ich heiße Veruschka und wir könnten zusammen einen kleinen Abendausflug über die Häuser machen. Ich kann dann nämlich auch besser schlafen. Also steig ein, du bist pünktlich in ein paar Minuten zurück. Und so gemütliche Flugpolster wie bei mir findest du nirgendwo. Du kletterst also übers Fenster auf das Sofa und du merkst, es ist ein unglaublich prächtiges, großes Sofa, in dem man so weich und tief einsinkt, dass man schon ganz sicher und fest sitzt. Und schon schwebt ihr beide, das Sofa und du, los und du siehst gleich, dass du gemütlich an die Sofalehne angelehnt einen super tollen Blick auf deine Heimat hast. Es ist Abend und unter dir, ihr schwebt knapp über den Dächern und Bäumen, sind nun schon lange die Straßenbeleuchtungen an und die Wohnhäuser haben bereits viele gelb-orange glimmende Vierecke. Ich flieg mal zu deiner Schule, sagt das Sofa. Und du sagst, du willst jetzt doch gar nicht in die Schule. Und das Sofa sagt, wir wollen ja auch nicht in die Schule, wir wollen über die Schule. Und das tut ihr auch. Ganz sanft, ganz leise schwebt das Sofa nun über dem Dach der Schule. Und du fühlst dich dabei sehr wohl, weil es so ein ganz anderes Erlebnis ist. Das, wo man jeden Tag pünktlich rein und lernen und sich auch mal streiten und mal ärgern muss, so frei wie ein Vogel von oben zu sehen. Siehst du, man kann Schule auch aus einem ganz anderen Blickwinkel betrachten, weil es ja sowieso so ist, dass die Schule für euch Kinder da ist und nicht etwa so, dass ihr für die Schule da seid, sagt das Sofa altklug. Es ist schließlich auch ein altes Sofa. Veruschka dreht in ungefähr 20 Metern Höhe eine sanft elegante Ehrenrunde über dem leeren Schulhof. Und du hast plötzlich das deutliche Gefühl, du könntest von unten das Lachen der vielen Kinder aus der täglichen großen Pause hören, obwohl es da jetzt doch ganz leer ist, außer dass eben eine süße kleine Katze über den Hof flitzt. Da begreifst du, was das Sofa gemeint hat. Weil die Schule ohne Kinder fast ein bisschen traurig aussieht und es wirkt, als würde sie sich schon auf den nächsten lebhaften Schultag, also auf euch Kinder, freuen. Aber woher weiß ein Sofa sowas? Wieso kann das Sofa reden? Und überhaupt, wieso kannst du fliegen? Fragst du das Sofa. Ach, ich bin eben ein Zaubersofa, tönt es aus den Polstern
und das Sofa schwebt mit dir nun über der Straße, die du so oft nach Hause gehst. Und von oben kannst du nun links und rechts in die Fenster der Häuser sehen, in die Kinderzimmer, wo gerade viele Kinder ins Bett gehen, in die Wohnzimmer, in denen Leute Fernsehen schauen oder am Tisch sitzen und miteinander reden und Karten spielen. Und unter dir fahren ein paar Autos. Sie sind schneller als ihr, weil ihr es ja ruhig und entspannt haben wollt. Ganz gemütlich und entspannt. Also das war so, erzählt das große, weiche Sofa mit dem rötlichen Bezug, mit vielen Mustern und kleinen Figuren drauf. Ich war eigentlich mal ein ganz normales Sofa. Also schon ein besonderes normales Sofa. Wegen meiner Übergröße und meiner erlesenen Materialien, aus denen ich bestehe. Weil ich nämlich mal von einem russischen Möbelkünstler, darum heiße ich nämlich auch Veruschka, für ein französisches Schloss gebaut wurde. Ich bin nämlich schon sehr alt, so ein paar hundert Jahre. Wir fliegen übrigens jetzt zum Tierpark, wo du doch schon warst. Da ist es sehr schön am Abend, wenn alle Leute bereits weg sind. Ihr schwebt nun ganz langsam über den Park und rechts und links gleiten an dir die Wipfel der Bäume vorbei und du fühlst dich sehr gelassen. Es ist so ein gutes, beruhigendes Gefühl, die Dinge mal als Ganzes von oben zu sehen. Und dann passierte es damals, erzählt das Sofa weiter, dass wir Möbel plötzlich ganz alleine in dem Schloss waren, weil die Menschen nach Paris in die Stadt gezogen sind und ihr Schloss einfach leer stehen ließen. Das war eine furchtbar langweilige Zeit für mich, bis dann endlich neue Schlossbesitzer kamen und alles wieder herrichteten. Auch mich haben sie hergerichtet und seitdem bestens gepflegt. Und neben ein paar Reparaturen an meinem Untergestell bekam ich den tollen neuen Bezug, auf dem du jetzt sitzt. Ein gutes Stück vor dir taucht die Beleuchtung des Tierparks auf, mit Lampen, die nicht grell scheinen, sondern sanft und matt leuchten. Etwa so, wie wenn der Vollmond am Abend hinter dem Wald gelblich warm aufscheint. Und wieso nochmal? Kannst du Sofa reden? Also, das Geheimnis ist, dass mein neuer Bezug aus einem wertvollen uralten Perserteppich stammt. Und der war einer der wenigen fliegenden Teppiche gewesen, die es gibt. Und der dachte gar nicht daran, das Fliegen aufzugeben, nur weil er jetzt zu einem Sofa gehörte. Ich fand die Idee des Teppichs, der mich nun umhüllte, gemeinsam mit ihm als Sofa zu fliegen, anfangs ja erst seltsam. Aber ich dachte, eigentlich toll, wenn ich nicht immer nur dumm herumstehen muss. Und mit der Zeit wurden der Zauberteppich und ich eins. Wir wohnen jetzt hier im Museum und wenn abends Ruhe ist, machen wir uns den Spaß, mit den besonders netten Kindern auf einen Gute-Nacht-Ausflug herumzufliegen. Mit Erwachsenen geht das ja nicht. Denen könntest du ja als fliegendes Sofa die ganze Welt zeigen. Und sie würden ihren Augen immer noch nicht trauen, weil ihre Wissenschaftler noch keine fliegenden und sogar sprechenden Zaubersofas kennen. Und dann darf es die ja auch nicht geben. Egal. Schau, wir sind über dem Tierpark. Schau, dort stehen die Gieraffen. Wie eine Feder, so leicht schwebt das mächtige Sofa auf der Höhe der Köpfe der Giraffen. Und das ist ja auch schon ziemlich hoch, bei dem langen Hals dieser Tiere, die gerade noch ein paar Blätter von einer Baumkrone zupfen. Schlaft schön, ihr Gieraffen, sagt das Sofa. Und du sagst dem Sofa lachend, Giraffen! Und winkst den Langhälsen zu, und ihr schwebt danach ganz vorsichtig über den Löwenkäfig, in einer weichen Kurve hinüber zu dem kleinen See mit den mächtigen Eisbären, die sich gerade wie riesige weiße Pelzkugeln für die Nacht einrollen.
Weich streicht die Abendluft an euch vorbei. Unten watschelt noch eine Gruppe Pinguine und rechts kannst du ins Affenhaus hineinschauen, dessen typischer Geruch und Töne bis zu euch hinaufdringen. Ganz friedlich ist die Stimmung. Du fühlst dich sicher, glücklich und geborgen. Und langsam schwebt ihr noch ein bisschen höher. Schwebt vom Tierpark weg. Und weit hinten siehst du schon dein Zuhause. Das Sofa sagt: Weißt du, ich habe einen Tick. Ich bin Fußballfan, weil ich auch mal eine Zeit lang in einem großen Sportclub stand. Vor einem Fernseher. Und da habe ich viele Spiele gesehen. Lass uns noch einen Abstecher machen. Und schon fliegt das Sofa kurz nach rechts über das erleuchtete Fußballstadion. Da spielen Mannschaften in Rot und in Blau. Und es sieht von hier oben aus, als seien sie kleine Tipkick-Figuren und der Ball ein Pünktchen und die Zuschauer freudig hüpfende winzige Puppen. Guter Schuss, sagt das fliegende Sofa, als ein Tor fällt und setzt sich wieder langsam in Bewegung. Und du schwebst wie ein Pascha auf dem Sofa sitzend über den Häusern und dein Haus kommt näher. Schon siehst du dein Fenster und das Sofa gleitet jetzt im Zeitlupentempo direkt davor und fragt, ob es dir Spaß gemacht hat. Aber klar, sagst du. Danke, Sofa, komm bald wieder. Und du steigst in dein Zimmer und dein Bett. Mach ich und schlaf jetzt gut, flüstert das Sofa. Schwebt davon und wackelt zum Gruß noch mit seinen dicken Seitenbacken. Dann schließen sich deine Fensterläden wieder, damit du ungestört schlafen kannst. Du aber liegst nach diesem tollen Abendausflug nun in deinem Bett und ruhst jetzt ganz entspannt auf dem Rücken liegend auf deiner Unterlage. Ganz gelöst fühlst du dich und ganz froh und gelassen wirst du morgen in den neuen Tag gehen, nachdem du jetzt so vieles Einzelne als ein wunderschönes Ganzes von oben gesehen hast und weißt, alles ist in bester Ordnung. Dein Atem geht ganz ruhig. Ganz ruhig geht dein Atem. Und ruhig und kräftig schlägt dein Herz. Du freust dich nun auf deinen Schlaf. Und alle Muskeln sind völlig entspannt. Dein Rücken, dein Bauch, deine Arme, deine Beine. Alles ist völlig entspannt. Und du sinkst jetzt in deinen wohligen Schlaf. Nichts kann dich mehr stören bis morgen früh. Gar nichts kann dich stören, bis du morgen ganz frisch aufwachen wirst. Schwer und warm und entspannt liegst du und dein Atem geht ganz ruhig. Nichts kann dich mehr stören in deinem so schönen, so entspannten Schlaf.